wayang wayang gamba. Wayang gamba, wayang gamba. Herzlich willkommen in einem neuen Video. Wir haben offenkundig das alte Smokehouse und die Teeplantagen verlassen, sind 4 Stunden weitergefahren und sind wieder im Dschungel. Wir sind nämlich jetzt in Taman Negara, ein 130 Millionen Jahre alter Regenwald. Und ich finde, 130 Millionen Jahre, das kann man sich auch so gar nicht vorstellen. Und wir haben uns hier eine kleine Unterkunft in der Nähe vom Nationalpark genommen. Sind jetzt leider relativ spät gestartet, muss man sagen. Es ist schon weit nach 10. Für großes Wildlife ist es natürlich ein bisschen spät. Aber in der Theorie werden wir hier auf der Suche nach dem malaiischen Tapir. Der Anfangsbereich des Nationalparks ist noch relativ intensiv gemacht. Also wir laufen hier über so einen Plankenweg und das Hotel, was mitten im Nationalpark steht, das ist relativ teuer, aber war aber gut besucht. Viele große Gruppen. Und wir haben ja schon gelernt, mit großen Gruppen sammelt man quasi wenig Wildlife-Erfahrung, weil viel laut. Also versuchen wir jetzt heute mal unser Glück zu zweit. Problem, was man hier im Regenwald hat, sind Blutegel. Wenn ich jetzt hier mal, die saugen sich richtig schnell fest. Und man soll die halt, während man im Regenwald ist, nicht rausziehen, weil die geben so ein Sekret ab, das halt eben dazu führt, dass man weiter blutet, beziehungsweise, wie heißt das nochmal? So ein Blutverdünner. Und weil sich Wunden im Regenwald halt schnell entzünden, soll man die erst in der Unterkunft rausnehmen. Die haben sich hier, glaube ich, noch nicht festgesaugt, aber beim oberen sieht man schön, dass die sich durch die Hose gesaugt haben. Ist nicht, sieht man das? Mhm. Dass sie in der Hose hängen? Das ist ja auch echt ein bisschen eklig. Also die sind so stark, dass die richtige Löcher in die Hose machen. Und bei Alex sitzt, glaube ich, auch einer drin. Der hat gebissen. Den lassen wir jetzt drin. Den hier will ich definitiv noch loswerden. Meine Wunden tendieren nämlich auch immer dazu, sich schön zu entzünden.
Der hatte aber schon gebissen. Ist ein bisschen Blut dran. Also ihr seht ja, was wir hier bisher so abgemacht haben, war relativ dünn. Die hängt jetzt schon recht lange bei Alex drin und wird einfach immer dicker. Nicht durchschneiden. Weil das ist ja so richtig schmierig. Der ist aber nicht rein, oder? Oh Gott, das ist nicht laut. Also wir haben erfolgreich erstmal alle Blutegel entfernt, glauben wir. Gerade noch einen im Rucksack entdeckt. Aber wir sind jetzt kurz, bevor wir wieder auf den richtigen Plankenweg kommen. Zwischendurch mussten wir ein bisschen flüchten, weil da war so ein Guide hinter uns mit irgendwelchen Menschen. Und man darf hier eigentlich nicht lang gehen ohne Guide. Also dieses Stück, andere Stücke schon. Und in Malaysia stehen immer sehr hohe Strafen, die Malaien mögen regeln. Also fotografieren ohne Fotolizenz kostet irgendwie 1 Million Ringgit oder 7 Jahre Gefängnis. Rauchen im Nationalpark kostet irgendwie 200.000 Ringgit und 2 Jahre Gefängnis. Also die sind hier schon, ich glaube, ohne Guide kostet nichts. Die wollen halt Geld verdienen, aber wir mussten kurz flüchten. Hier, da ist ein Mini-Leach. Ist wie? Nee, ist nicht. Ist nicht? Nee. Ach so. Juckt schon überall. Egal, bevor wir jetzt auf jeden Fall gleich wieder zurück auf den Plankenweg sind, wir haben uns noch ein schönes Mittag gekauft. Das Essen in der Unterkunft ist eigentlich gut, aber das Frühstück ist halt weißer Toast und nicht so sättigend. Und Kioske jippert hier nicht auf dem Weg. Es ist ein bisschen spärlich, ihr seht hier. Mann. Aber heute früh waren so ein paar nette Muttis unterwegs und die verkaufen Reis. Ursprünglich war der mit dem Bananenblatt, jetzt ist der in Pappe. Das dient, oder Packpapier quasi.
Das dient dann auch gleich als Teller. Und dann gibt es so verschiedene Gerichte. Gab zum Beispiel Nasi Goreng. Und wir haben gelernt, Nasi Goreng ist nichts anderes als gebratener Reis. Weil Nasi ist Reis und Goreng ist gebraten. Ist gebraten. Wäre viel einfach, oder? Ich dachte mal, das wäre übelst das ausgefallene Gericht. Gebratener Reis. Und Mi Goreng ist zum Beispiel gebratene Nudel. Also Mi ist Nudel. Und wir haben jetzt Nasi irgendwas. Das irgendwas steht für Kokos. Ich habe den Namen vergessen. Ayam. Und Ayam ist Hähnchen. Also wir haben Kokosreis mit Hähnchen. Für 4 Ringgit 80 Cent. Ja. Und wenn man so die Grundvokabeln kann, dann macht die Speisekarte auch voll Sinn. Und das ist super einfach zu lesen. Ob wir diesen Dorf Mangolas hier auftreiben? Keine Ahnung. Wir werden jetzt uns stärken, damit wir unter den Rest gehen können. Wir haben nämlich jetzt so grob Halbzeit, glaube ich, vom Gesamtweg heute. Und ja. Ist nicht mehr so anstrengend wie am Anfang. Wir sind also schon trained. Wir sind schon trained. Dann probieren wir das mal. Ist auf jeden Fall viel. Also ist schwer, das Paket. Das ist so. Also, Drüssel. Also hier haben wir, naja, so ist das halt. Hier haben wir jetzt den Reis mit ein bisschen Chili. Und hier haben wir jetzt Hähnchen mit Kokossoße. Und man isst hier ja mit den Händen. Wir haben Gott sei Dank feucht. Hast du auch noch Feuchttücher? Ich habe noch eins. Weiß ich nicht. Naja, schlaue Menschen haben Feuchttücher dabei. Wir haben aber Stäbchen. Ich weiß nicht, wie scharf das ist. Ich mache erstmal nur so. Ich glaube gar nicht. Das ist ja ein Frühstücksgericht. Das ist richtig scharf. Ja. Alter Vater. Wir sind jetzt an der Aussicht angekommen, also fast da vorne, aber wir sind wieder legal unterwegs, nicht im Gefängnis gelandet. Also, ich weiß nicht, wie gut wir das eingefangen kriegen, aber es ist einfach richtig cool, die Aussicht, der Wahnsinn. So viel unberührte Natur. Das ist schön, weil auf dem Weg hierher ist man noch viel durch Palmenplantagen gefahren. Und dann ist es einfach schön, so viel Wald zu sehen. Und die Wolken, die dann da so aufsteigen, ist halt so ein typisches Regenwaldbild. Und die Aussicht ist jetzt leer. Hier ist halt auch wieder, wir hatten es in einem der letzten Videos. Also entweder seid ihr ganz, ganz früh und damit meine ich vor Sonnenaufgang oder ihr kommt halt einfach deutlich Nachmittag, weil die ganzen Touren, die gehen halt morgens. Nachmittags sind die Leute dann irgendwie zum Badespaß im Fluss oder so. Und jetzt ist es 2:30. Schön. Es ist halt so schwül, ne? Aber egal, hat sich gelohnt. Mal sehen, welchen illegalen Weg wir morgen gehen. Ja, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz gesagt. Es gibt ein Hotel quasi auf der anderen Flussseite, was mehr oder weniger direkt im Nationalpark liegt. Wir sind jetzt am Ende von unserer heutigen Tour und sehen quasi die Unterkunft. Man kann sich hier so kleine Häuschen mieten. Das auch mit Frühstück und Abendessen. Aber man ist hier bei, also jetzt im Moment wären wir bei 120 Euro die Nacht. Wären also bei 3 Nächten 360 Euro gewesen. Wir zahlen jetzt in unserer Unterkunft mit Frühstück und Abendessen
156 für 3 Nächte. Ihr seht jetzt den Vordereingang und dann haben sie halt hinten nochmal so eine Terrasse raus ins Grüne. Und es ist halt schon schön. Und du kannst halt jederzeit loslaufen. Wir sind natürlich ein bisschen daran gebunden, dass wir warten müssen, bis so ein Fischer da ist oder so ein Schiffsmensch, der uns hier rüberfährt. Und Frühstück gibt es in der Unterkunft auch erst um 8. Was uns natürlich einfach ein bisschen spät macht. Also der klare Vorteil ist, dass man hier sehr früh starten kann. Und die Häuschen sind süß. Zum Glück hat mich mein Zugführer, mein damaliger, auf den Ersthelfer Bravo Lehrgang geschickt. Das ist der Einsatzersthelfer, der ist ein bisschen über den normalen Ersthelfer, den man für den Führerschein macht, hinaus. Weshalb ich jetzt hier auch Jut und Jana als Arzt angesehen werde, als Dr. Alex. Und man deswegen denkt, dass ich wundern, ich kann mich wundern, zaubern kann. Aber das kann ich nicht. Ich kann Sachen, die sonst keiner kann. Wir haben ja vorhin Blutegel gezeigt und hier sitzt irgendwie oder saß einer direkt zwischen den Zähnen. Er hat es einfach selber kaputt gemacht. Und jetzt haben wir hier ein bisschen Rest. Also so viel Operation ist ja nicht vonnöten. Nur mal ein bisschen abspülen und dann sieht die Karre wieder aus wie neu. Guten Morgen. Wir haben unsere Wunden ein bisschen ausgeschlafen. Oder so? Ja. Wir sind wieder hier. Im Hintergrund hört man die Motorsense. Der Laubbläser ist Gott sei Dank heute aus. Und wir haben uns am Straßenstand wieder ein kleines Mittag geholt. Mal gucken, was das heute gibt. Dann haben wir uns heute für Bootfahren entschieden. Für 250 Ringgit, also 50 Euro, kann man sich hier so ein privates Boot dann nehmen und kann wohl eine Stunde flussaufwärts fahren. Und da gibt es so eine schöne Badestelle. Das gucken wir uns mal an. Und wir dachten uns, wir machen es einfach früh, weil wir glauben, oder ich glaube, dass die meisten morgens wandern oder spazieren gehen, um dann nachmittags sich zu erfrischen. Und wir machen es einfach andersrum und gucken mal, ob denn beides leer ist. Ja. Für die Bootsfahrt schon mal vorbereiten, große Linse raufmachen. Man eventuell das Wildlife auch gleich erhaschen kann. Where are you from, sir? Germany. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, er ist jetzt noch mal los, weil irgendwie niemand an sein Telefon geht und fährt jetzt einen Captain holen oder so. Wir nutzen dazu einfach mal die Gelegenheit und sagen uns einfach mal überhaupt, wie teuer der Nationalpark ist. Also wie günstig, muss man ja sagen, weil der kostet 1 Ringgit Eintritt. Die Rüberfahrt kostet 1 Ringgit, dann wieder hierher kommen 1 Ringgit, der Nationalpark ist Eintritt 1 Ringgit. Das ist also bei 3 Ringen, das macht also 60 Cent, die du investierst, um einen geilen Tag in der Natur zu haben. Und wenn du fotografieren willst, egal ob mit Smartphone oder eine Kamera, dann, dann zahlst du nochmal 5 Ringgit vor dem Prozess. Er ist wieder zurück, wir zahlen ihn jetzt mal aus. 250 für das Boot. Geld übrigens pro Aufenthalt, nicht pro Tag, also der Eintritt. Also wir sitzen jetzt im Boot. Und sie scheinen sich wirklich für diese Parkräume zu interessieren. Allerdings haben sie auch nur nachgefragt, ob wir sie haben. Sehen wollten sie sie nicht. Oh, guck mal, hier sieht man gut, wie hoch das Wasser war. Hm. Oh, ne. Ich dachte, du hättest was gesehen. Nee. Ja, das kommt manchmal richtig hoch, wa? Hm. Hier sieht man es auch nochmal. Das hier alles. Ja, hier sieht man es auch nochmal. Kannst du mal draufhalten mit der Kamera. Hier drüben auch im Dunkeln, wenn du da guckst. Wie süß er einfach immer langsamer wird, wenn er denkt, du hättest was gesehen. Es gibt den ersten Halt. Und der heißt Big Tree. Der ist big. Wir dürfen hier 10 Minuten bleiben.
um ein Foto zu machen oder für euch zu filmen. Und er ist schon wirklich beeindruckend groß. Ich denke, man könnte Fotobeule dahinter verstecken. Und hier, das was aussieht wie ein Korkenzieher, das sind zusätzliche Wurzeln, die einfach kerzengerade von oben runterwachsen, um sich noch mehr Wasser zu holen. Und das ist schon ganz schön krass. Dieser Baum muss so alt sein. Ja, wie gesagt, 130 bis zu 130 Millionen Jahre ist der Wald hier alt. Ich meine, der Baum wird nicht 130 Millionen Jahre alt sein, aber... Und es gibt wohl Orte in diesem Regenwald, die nur, wenn überhaupt, von den Eingeborenen betreten werden dürfen. Und können. Wo sonst niemand hin darf. Kein Tourist, kein Guide, nur die Eingeborenen. Und die waren vielleicht auch noch nicht überall. Und das obligatorische Schaukeln darf auch nicht fehlen. Ist ein bisschen starr, die Schaukel. Aber eine schöne Schaukel. A.k.a. Hängematte. Man darf Getränke reichen. Haben wir im Boot. Die Minibar. Wie riesig einfach dieser Baum ist. Ja. Sieht einfach hart aus, als würden wir durch so eine Postkarte fahren. Tun wir. Ja, der Captain kennt den Fluss wohl scheinbar ganz schön gut. Denn an manchen Stellen ist er echt flach. Ja. Und er umschifftet hier alle ziemlich gut. Monsunzeit hier. Die geht so. Also ist jetzt hier in den Bergen, in anderen Regionen ist sie jetzt gerade nicht. Man kann das nie so richtig sagen. Wir haben jetzt super Glück. Vor zwei Tagen hat es so nachmittags geregnet. Gestern hat es gar nicht geregnet. Das Wetter heute ist ein Traum. Aber wir haben auch gesehen, dass es vor einigen Jahren hier ein ganz schlimmes Hochwasser gab. Also ja, wir werden ganz oft gefragt, ob es gut ist oder ob man zur Regenzeit fahren kann. Und ich glaube, das kann man nie sagen. Weil, naja, es kann alles und nichts sein. Na, die wissen Bescheid, wenn der Motor an ist. Ihr könnt sie noch gar nicht sehen. Wenn der Motor an ist, dann wissen die natürlich, dass hier gleich was kommt. Wir werfen erstmal Probe über Inneren. Oh, ihr sehen? Natürlich nicht, ihr seid ja auf mir. Guckt mal da runter. Was glaubt ihr, wie gerne auf einer Skala von 1 bis 10 würde Alex jetzt hier gerne seine Angriffe? 15. Echt nur so wenig?
spiegelt sich perfekt. Ne? Es sieht so aus. Wo bin ich überhaupt? Hinter mir. Hi. Ich bin eine indische Gottheit mit nur vier Armen. Es sieht so aus, als würde unser Plan aufgehen, weil es lag nur ein anderes Boot an der Anlegestelle, um zum Baden zu kommen. Und man hat ja immer so eine Stunde. Man läuft so eine Viertelstunde bis 20 Minuten zur Badestelle, darf dann eine halbe Stunde baden und dann läuft man wieder zurück. Und das andere Boot müsste also irgendwann gehen. Das heißt, vielleicht haben wir dann auch so ein Dschungelbad für uns alleine und das wäre schon ein bisschen cool. Der Baum im Übrigen... 400 bis 500 Jahre. Nein, 4 bis 500. 400 bis 500 Jahre alt. Ich habe noch nicht gefragt, wie hoch der ist. Das müssen wir ihn nochmal fragen. Hm. Und weil man das ja im Hintergrund dann auch schon wieder gehört hatte, die Zikaden, sagt er, die sind halt nur so groß, ne? Machen aber Lärm wie... Und auch noch ganz interessant zum Fisch. Ein Kilo kostet... ein Kilo kostet was? 100 Ringgit. Also 20 Euro. Das ist richtig viel Geld. Habe den Namen nicht ganz verstanden. Golden irgendwas. Wir googeln das nochmal und schreiben das hier hin. Ja, Golden irgendwas ist auf jeden Fall wohl ein teurer Fisch. Wahrscheinlich lecker. Vielleicht wird er deswegen hier sanctuaried und von uns erfüttert. Aber jetzt sind wir auch gleich demnächst irgendwie bei der Badestelle. Und das hier sieht gerade ganz schön aus. Ich zeige es euch einfach nochmal. Weil der Fluss ein bisschen dunkler. Ja, das schimmert so schön rot. Das ist nicht dreckig oder so. Sondern ich sehe halt irgendwie der Fluss. Aber ihr seht ja den Grund des Bodens, den Grund des Flusses. Und von daher hat der Captain natürlich immer ein bisschen aufzupassen, wo er hinfährt, wie er hinfährt. Und manövriert uns da bisher sicher durch die Stromschnellen. Auch wenn das hier gerade nicht so schnell aussieht. Im Hintergrund sieht man sie noch laufen. Da, es sind unsere Nachbarn aus der Unterkunft. Zwei kleine Kinder dabei. Die niederländische Familie. Überhaupt ist die Unterkunft sehr niederländisch geprägt. Ja, die Inhaberin ist nämlich auch Niederländerin. Die hat einen Mann da in Kenia geheiratet. Und dann haben sie hier das Gästehaus aufgemacht. Und ich denke, sie werden viel Werbung in den Niederlanden machen. Oder es hat sich rumgesprochen, keine Ahnung. Aber ja, jetzt sollte, wenn hier niemand hergewandert ist, sollten wir jetzt tatsächlich das für uns haben. Also? Flinke Fiefe, bevor wir hier kommen. Das stimmt. Aber ist der Plan auf Ehren. Yes. Wie wir es denn entfassen zum Glück. Jawohl. Reißt du die Klamotten runter? Wie wir mal machen, jetzt mal Kamera raus. Ja. So eine Manöver lassen wir. Und hier ist Ortsamt. Ortsrecht stehen. Rein da jetzt. Geronimo! Okay. Wird ja nicht so kalt. Thank you.
weil wir gestern so clever waren und uns mit Händen helfen mussten, haben wir heute unseren Löffel dabei. Mit dem ist es sich deutlich einfacher. Hi. Heute wissen wir, was wir wollen. Two tea, please. Hot? Cold. Cold. With ice. Yes. Yes. Please. And sugar. Der Tee war nämlich gestern schon so gut. Ja, wir hatten uns gestern einen bestellt und irgendwann griff ich zum Becher und wollte noch was trinken und siehe da, Becher leer. Hat der Becher ein Loch gehabt. Ich wusste nicht, dass der lecker ist. Und dann habe ich gemerkt, der ist lecker. Und dann wollte ich auch welchen. Und dort hat sie sich genommen. Genau, jetzt kommt süße Kondensmilch rein. Das war JDs Dreiklopfertechnik. Man macht die Becher nur halb voll. Weil dann kommt ganz viel Eis rein. Eine Sache, die man eigentlich nicht machen soll. Nicht wahr? Erzählt dir jeder, wenn du nach Asien fliegst. Kein Eis am Straßenrand. Aber wir sind hart im Nehmen. Wir essen viel scharf. Unser Magen ist... Weil genau deshalb, weil es nämlich antaut. Und sie nehmen meistens nicht das beste Eis, um es einzufrieren. Aber who cares? Wir haben es gestern überlebt. Heute waren wir, wie gesagt, clever, haben jeder einen Tee, weil der wirklich gut ist bei ihr. Egal, darum soll es nicht gehen, auch wenn es ein spannendes Thema ist. Der Dschungel heute, beziehungsweise die Bootsfahrt, die war natürlich eine Wucht. Uns hat die sehr gut gefallen. Wir mögen Boot fahren und wir haben auf dem Rückweg nach dem Baden tatsächlich noch so ein Reh, Hirsch, irgendwie was gesehen. Es gibt Mausdiers und Barking Deers, also bellende Rehe. Und das war ein Barking Deer? Es barkte aber nicht. Hier ist Haut oder eine? Ja, es war ein Abhaut hier, Deer. Also Wildlife ist hier nicht so einfach. Tatsächlich nicht. Ich glaube, da muss man wirklich, der ist ja riesig, der Park. Und da muss man, glaube ich, wirklich tief rein. Ja, es ist... Die Wege sind super zu gehen, weil ja beplankt, haben wir ja nun gezeigt. Die knarzen aber, an manchen Stellen ist mal ein Baumruf gefallen, da haben sie das nicht gleich repariert. Aber das Knarzen verschreckt natürlich auch das Wildlife. So, von daher sind wir Wildlife-technisch nicht so befriedigt worden. Der Park selbst ist schön und das hat Spaß gemacht, da durchzulaufen. Und wir haben wilde Raupen. Wir lachen noch immer drüber. Ach, guck, wie putzig sie sich bewegt, die kleine Raupe. Scheiß Blutegel. Schön blöd von uns, haben wir ja nicht dran gedacht. Aber ja, das haben wir also auch mal auf unsere Liste genommen und abhaken können jetzt. Was wir aber eigentlich noch erzählen wollten, wir stehen hier einfach so in der Straße, unten ist ein Kreisverkehr und da kann man dann wenden und dann jetzt eine Treppe runter zu den Booten. Und hier saßen gestern... Die sind auch heute wieder da, so ein paar Kinder. Und fragten für... 6, 7 Jahre alt vielleicht. Für wen wir denn seien? Israel oder Palästina. Und wir haben auf dem Weg hierher schon relativ viele Palästina-Flaggen gesehen. Von daher wäre es natürlich töricht, Israel zu sagen. Wobei wir gar nichts gesagt hätten. Also oder haben. Wir waren politisch korrekt und sagten, dass das Politik ist und wir damit nichts am Hut haben. Aber es ist irgendwie seltsam, dass man, also wenn man sich hätte überlegt, dass hier kleine Kinder tausende von Kilometern weit weg davon das auch schon so verinnerlicht haben und jetzt danach fragen. Oder verinnerlicht kriegen, ja. Besser gesagt. Weil also das ist natürlich nicht deren Meinung, sondern wahrscheinlich die Meinung des Elternhauses.
Aber ja, war ein krasser Moment für uns. Irgendwie. Weil, also das war eine Frage, die kam unerwartet. Muss man ganz ehrlich sagen. Vor allem von den Kindern. Also, von so kleinen Kindern. Ja. Naja, das wollten wir auf jeden Fall noch sagen. Für uns geht's jetzt in die große Stadt. Ja, wir geben das Auto wieder ab. Wir fahren zurück nach Georgetown. Und dann nehmen wir den Bus nach Kuala Lumpur. Und von da melden wir uns wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ihr habt euch wohl.